Liebe Patientinnen und Patienten, Sie haben über diese Internetadresse zum Covid-19-Podcast der Klinik für Rheumatologie und klinische Immunologie des Asklepios Klinikum Bad Abbach gefunden, der sich insbesondere an unsere Patienten mit entzündlichen rheumatischen Erkrankungen richtet. Mein Name ist Martin Fleck, ich bin der Leiter der Klinik und möchte Ihnen in diesem Podcast wichtige Informationen und auch organisatorische Hinweise in dieser besonderen Situation geben. Beginnen möchte ich mit allgemeinen Hinweisen zur Coronavirus-Infektion, die insbesondere in den Gesprächen mit den Patienten immer wieder auftauchen und für Unsicherheit sorgen. Viele Patienten stellen sich die Frage, ob die Coronavirus-Infektion für sie ein besonderes Risiko darstellt. Hierzu ist festzustellen, dass trotz der zahlreichen Infektionen bisher keine ausreichende Datenlage vorliegt, um eine abschließende Bewertung geben zu können. Allerdings ist bei Patienten mit entzündlichen rheumatischen Erkrankungen sowie der häufig erforderlichen immunsuppressiven Therapie von einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf von der Covid-19-Erkrankung auszugehen. Alle Patientinnen und Patienten sollten deshalb unbedingt die empfohlenen Verhaltensregeln hinsichtlich des Social Distancing und der Hygiene konsequent einhalten. Der beste Schutz vor einer schweren Covid-19-Erkrankung ist das Vermeiden einer Coronavirus-Infektion, weshalb dieser Aspekt die höchste Priorität hat. Die Kontakte sollten deshalb konsequent auf ein Minimum beschränkt werden. Hierzu zählen auch Arzt- und Klinikbesuche, bei denen prinzipiell ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht. Obwohl bisher keine eindeutigen Hinweise auf die Auswirkungen einer Immunsuppression hinsichtlich der Schwere einer Covid-19-Erkrankung vorliegen, ist davon auszugehen, dass auch die immunsuppressive Therapie tendenziell einen schwereren Verlauf der Coronavirus-Infektion begünstigt. Problematisch ist allerdings, dass bei den meisten Patienten die immunsuppressive Therapie erforderlich ist, um die Grunderkrankung zu kontrollieren. Die verschiedenen Fachgesellschaften empfehlen deshalb auch eine Fortführung der immunsuppressiven Therapie und empfehlen nicht das generelle Absetzen der immunsuppressiven Medikamente, um nicht akute Schübe der rheumatischen Erkrankung auszulösen und zu provozieren. Diese müssten dann häufig mit höheren Dosen von Cortisonpräparaten und anderen Immunsuppressiva behandelt werden, die dann tendenziell das Immunsystem wesentlich stärker schwächen würden. Allerdings erscheint es bei einem Teil der Patienten, die eine langfristige Remission ihrer Erkrankung haben, das heißt keine entzündliche Aktivität über einen längeren Zeitraum vorliegt, durchaus vertretbar, die immunsuppressive Therapie vorsichtig zu reduzieren. Dies bedeutet aber, dass in Abhängigkeit des individuellen Krankheitsverlaufes und der Befunde die Reduktion der immunsuppressiven Therapie vorgenommen werden kann. Diese Entscheidung sollte allerdings unbedingt mit dem behandelnden Rheumatologen abgesprochen werden, um das Risiko für akute Krankheitsschübe zu reduzieren. In diesem Fall stehen Ihnen die Ärztinnen und Ärzte unserer Klinik sehr gerne für eine persönliche Beratung zur Verfügung. Im zweiten Teil des Podcasts möchte ich Ihnen einige organisatorische Hinweise geben. Einige von Ihnen werden bereits die Erfahrung gemacht haben, dass wir derzeit zahlreiche Termine in unserer Ambulanz sowie auch stationäre Aufnahmen absagen müssen. Möglicherweise haben Sie schon sehr lange auf diesen Termin gewartet und sind jetzt entsprechend auch enttäuscht. Aber es gibt eben triftige Gründe hierfür, denn wir müssen unsere Kapazitäten für die Versorgung von Covid-19-Patienten bündeln. Und dafür ist viel organisatorische Anstrengung und Arbeitskraft erforderlich. Gleichzeitig geht es auch darum, Sie, unsere Rheumapatienten, die Sie aufgrund Ihrer Erkrankung und der immunsuppressiven Therapie ja in besonderem Maße für einen schweren Verlauf der Coronavirus-Infektion gefährdet sind, vor einer solchen Erkrankung zu schützen.
Deshalb werden nicht zwingend notwendige stationäre Aufenthalte oder auch ambulante Vorstellungen in unserer Klinik abgewogen und auch abgesagt, um dieses Risiko für Sie zu vermeiden. Wir bitten deshalb um Verständnis, dass wir vorerst Routineabklärung bezüglich rheumatischer Erkrankungen und auch Verlaufskontrollen bei stabilem Krankheitsverlauf derzeit nicht vornehmen. Aber Ihre Versorgung im akuten Krankheitsschub, etwa wenn neue Gelenkschwellungen aufgetreten sind oder erhöhte Entzündungswerte im Labor vorliegen, dann werden selbstverständlich die erforderlichen diagnostischen und therapeutischen Schritte weiterhin in der Klinik durchgeführt. In diesem Fall bitten wir allerdings um eine vorherige telefonische Kontaktaufnahme, gegebenenfalls auch durch Ihren behandelnden Hausarzt, um die Dringlichkeit abschätzen zu können und auch alle erforderlichen Maßnahmen vorzunehmen. Wenn nötig, können wir dann auch die entsprechenden diagnostischen Maßnahmen vornehmen und Gelenkpunktionen zum Beispiel durchführen. Hatten Sie allerdings einen akuten respiratorischen Infekt innerhalb der letzten 2 Wochen oder sogar Fieber, dann bitten wir Sie, von einem Besuch in unserer Klinik abzusehen und erstmal telefonisch Kontakt mit unserer Leitstelle aufzunehmen. Sollten Sie einen Vorstellungstermin in unserer Klinik haben, bitten wir Sie, ohne Begleitpersonen zu kommen, da ein generelles Besuchsverbot in der Klinik aufgrund der besonderen Situation besteht. Außerdem kann es sein, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sie bitten, eine Maske aufzusetzen. Wir möchten Sie bitten, dass Sie dieser Aufforderung nachkommen, um sich und die Mitarbeiter und andere Patienten zu schützen. Mit diesem Podcast wollte ich wichtige Informationen vermitteln und Fragen beantworten, die von vielen Patienten zurzeit immer wieder gestellt werden. Sollten Sie jetzt noch weitere Informationen benötigen oder haben gezielte Fragen zu Ihrer besonderen Situation, dann möchte ich Sie bitten, telefonisch mit uns über die Leitstelle in Kontakt zu treten. Wir werden dann so bald wie möglich Sie zurückrufen und beraten. Ich wünsche Ihnen allen jetzt das Allerbeste für die kommenden Tage und hoffe, Sie bald wieder in unserer Klinik begrüßen zu können.